Wir kommen zurück in Himmelsrand, in Tamriel, auf Nirin. So. Hier ist eine Höhle, die ich noch nicht entdeckt habe. Guck mal, was ist hier für ein Stein? Ritualstein. Grauwinterwacht entdeckt. Kerker. Ich dachte, ich sag's ihnen. So. Gucken wir, Zephyr gefällt. Macker, du hast meinen Skill geklaut. Hat ihm das überhaupt was ausgemacht? Nicht mal. Sag mal. Komm schon, triff. Hallo? Ich dachte, triff. Ja, geht doch. 5 Crits hintereinander, ey. Das gibt's doch nicht. Alle daneben. Abgeschlossen. Da liegen alle meine Pfeile. Alle meine Pfeile liegen hier herum. Liegen hier herum. Die muss ich jetzt noch einsammeln. Dann geht sie wieder weg. So, zack. Was gibt's denn hier Schönes? Außer Stahlpfeile. Und ein Buch, das uns was bringt? Nix. Ein Bandit. Noch ein Bandit. Klingt aber sehr komisch. Das ist nicht fördernd für die Skelettkonstruktion des menschlichen Körpers, sich so hinzulegen. Echt, das war's? Ja, das war ja einfach. Nur Trolle besiegen. Das ist natürlich sehr gut. Trolle besiegen. So. Teilweise geht das Laden recht schnell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vielleicht doch schneller geht im neuen PC. Vielleicht bleibt das ja doch gleich. Aber es gibt ja einige Gebiete, die sind ja extrem kompliziert gebaut. Deswegen kann man das mal verschmerzen. Für alle, die sich fragen, was mache ich jetzt eigentlich hier in dieser Runde? Wir laufen gerade den Tiger hinterher. Wir laufen gerade Richtung Volkia durch Skyrim durch. Das habe ich schon immer vorgehabt. So ein Weg von unten rechts nach oben links. Und ich kann schon mal ankündigen, wir werden einen Weg... Hier ist bestimmt noch was. Also hierhin gehen. Von hier unten links aus. Also dann suchen wir uns Markart aus und gehen von Markart einfach los. Wer ist da? Das wird euch eine Lehre sein. Oh, wie schön der Tiger legt sich hin. Sieger. Ein Zetis Razor. Ihr braucht etwas? Hallo. Ich sammle Zutaten, um sie dem Feinschmecker zu bringen. Er wird meinen Geschmack ja für so kultiviert halten, wenn ich sie ihm anbiete. Wolf hinter dir. Ihr habt vom Feinschmecker gehört? Nee, von ihm gehört. Ihr habt noch nie vom Feinschmecker gehört? Dem Autor von Erlesener Geschmack? Er ist ein wahrer Zauberer des Kochlöffels. Nun, nicht wirklich ein Zauberer, aber seine Rezepte sind legendär. Wisst ihr, ich habe gehört, dass der Feinschmecker gerade jetzt im Himmelsrand ist.
Du meinst wohl Sanji Was von kann One ich für euch Piece. tun? Gut. Wir haben hier also Leute, mit denen wir es vielleicht nicht aufnehmen können. Gefällt mir schön, wie die Grafiken dahin zermanscht sind. Das ist echt toll. Ich habe ganze Arbeit geleistet. Meine Modding-Fähigkeiten. Oder ich sag mal, meine allgemeinen. Lasst uns etwas schneller gehen. Die Sonne, sie tut meiner Haut nicht gerade gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Was musst du gerade sagen? Siehst du? Siehst du, das dampft. Das dampft unter meinem Helm. Das dampft. Mann, wann merkt sie das endlich, dass ich auch ein Vampir bin? Meine Augen sind schon ganz rot. Von der Sonne. So. La 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 la. Rechts von uns sehen wir übrigens Weißlauf. Links von uns das die Honigbrauerei. Was ich gut und auf jeden Fall geil gespawnt, muss ich sagen. Was ich gut finde und was man auf jeden Fall haben sollte, sind Lanterns of Skyrim. Ich glaube, das heißt so die Mod. Das fügt dann diese komischen Lanternen hinzu mit den Kerzen. Die sorgen ein bisschen für Licht. Nur leider wird es durch meinen komischen Mod, den ich drin habe, zerschossen. Das heißt, wenn ich hier im Dunkeln gehen würde, wir sehen nichts. Das ist leider so ein bisschen blöd. Das hängt, glaube ich, auch mit dem Tamriel-Kram zusammen. Mit den Clemens auf Tamriel und Co. Die hier vielleicht alles kaputt machen. Aber ich muss das auf jeden Fall neu installieren und da wird es definitiv keine Folgen denn für ein paar Wochen geben oder für Tage. So, wenn wir Pech haben, gibt es gleich einen Drachen. Mal lieber schon mal vorher abspeichern. Nicht? Okay. Wir können auch Hochrodgar irgendwann besuchen. Vielleicht geht's ja jetzt, dass wir dem ehrenwerten Jürgen oder Jürgen Windrufer finden und sprechen dürfen. Der ja der Legende nach nur in der alten Sprache sprechen kann. Und wie ihr alle wisst, wer in der alten Sprache spricht, dessen Partner fliegt immer irgendwie weit, weit weg und kommt dann nie mehr zurück. Ihr findet auch, hier sollte mal einfach so einen Weg zwischendurch einschlagen, ne? Das machen wir auch. Und zwar jetzt. Ich gehe jetzt abseits vom Weg. Das sorgt natürlich für eine große Abkürzung. Im Allgemeinen, aber auch für mehr Spaß vielleicht. Zumal wir vielleicht den einen oder anderen Ort entdecken. Auch möchte ich übrigens die alte Schrulle finden, die alte Frau, die immer sagte, ihr habt den Stab des mystischen Sheogorath gefunden. Babajak. Die will ich nochmal finden. Das Dumme ist, die ist überall in Skyrim. Ich? Meinst du mich? Du rotzt mir da vor die Füße. Mit euch kämpft es sich gut.
Danke. Wen haben wir denn da? Oh, dem Göttern sei Dank. Ich bin schon so lang allein unterwegs, dass ich nicht gedacht hätte, nochmal jemand anders zu treffen. Deine Augen sehen sehr komisch aus. Beruhigt euch, sagt mir, was passiert ist. Vor Wochen wurde ich von diesen Banditen entführt. Sie sperrten mich in einem Turm nahe Nebelwacht ein. Ich konnte das Schloss knacken und verschwinden, als die Wache schlief. Aber nun habe ich mich verlaufen. Könnt ihr mir bitte helfen? In diese Richtung liegt eine Stadt. Sie ist nicht weit. Benötigt ihr Hilfe, um dorthin zu gelangen? Oh, danke. Aber ich komme allein klar, nachdem ihr mir den Weg gezeigt habt. Allerdings muss jemand diese Banditen aufhalten. Sie sind in Nebelwacht. Hier, ich zeige es euch auf der Karte. Ach, nee, bitte nicht. Wenn ihr sie aufhalten könnt, seid ihr ein wahrer Held. Da waren wir doch schon. Da kommen wir, von dort kommen wir doch her. Hier, ich zeige es euch auf der Karte. Wisst ihr, wo Nebelwacht liegt? Hier unten. Nee, da. Nebelwacht. Abgeschlossen. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine richtige Quest dafür gekriegt, weil ich eben abgeschlossen habe. Die Banditen habe ich schon zur Strecke gebracht. Mehr oder weniger. Naja, solange es da keine Quest gibt, ist mir das egal. Denn ich habe nur noch Quests. Ich glaube, die Hälfte haben wir hinter uns. Das ist scheiße. Mammut. Das ist leider schlecht, weil das heißt, ich muss noch mehr überbrücken. Da weiß ich allerdings nicht, wie. Verdammt. Es ist aber doof, dass er mir den Weg kreuzt. Voll die mythischen Orte hier. Wessen Schrein ist das eigentlich? Zenita. Naja. Zenita ist nicht so sonderlich interessant. Hier haben wir doch die alte Frau getroffen irgendwo, ne? Ja, Seran ist mal wieder toll. Aber schön mit dem Mond darum. Gut, ich gehe jetzt in diese Richtung. Muss nur aufpassen, dass ich Kartspitze nicht berühre. Na, da kommen wir nie und nimmer vorbei. Das ist gut. Da machen wir einen riesen Bogen drum. Ach. Ich habe das Gefühl, mit der Hauptquest werden wir sehr schnell durch. Und das ist das, was ich tatsächlich weitermachen werde. Nach meiner Überbrückung. Vor der 600 werden wir dann mit der Hauptquest durchstarten. Dann gehen wir nach Kartspitze. Dann machen wir ein paar Nebenaufgaben, also mischen das ein bisschen durch. Die Hauptquest, wann haben wir die zuletzt angefangen? Das ist ja schon 300, 400 Folgen her. Fast. Damals! Vor 400 Folgen habe ich mal die Hauptquest gemacht. Das sieht auch sehr interessant aus. Glaube, da ist was.
Wir sollten uns das anschauen. Da gebt ihr mir recht? Ja, ihr müsst mir recht geben, denn ich gehe da jetzt hin. Es ist eine Ruine. Oh mein Gott. Es ist eine Ruine. Nein. Was befindet sich dahinter? Richtig. In der nächsten Folge. Vielen Dank und bis dann.